choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zu einem neuen Part von Honkai Star Rail. Ja, ich glaube, der 11. Part erst, ne? So viele haben wir noch nicht, ne? Irgendwie sowas. Und ja, wir sind hier in Piracone. Wir wollen heute die Story ein bisschen weitermachen. Ja, ich hatte ein bisschen Angst. Und ja, wir sind hier, weil ich ist ein relativ spontane. Ich wollte schon wieder Stream sagen, ist schon relativ spontanes spontane Aufnahme. Ich weiß nicht, warum ich so viel Probleme habe, dazu sagen. Ja, hatte ich vorhin auch schon, ne? Und da habe ich weiter nicht gedacht, so okay, nimmst du nochmal neu auf, ne? Für so eine Minute. Und ja, dann habe ich die Aufnahme gestartet, nochmal, also zum zweiten Mal. Dann hat es geschellt, dann musste ich die Aufnahme nochmal abbrechen. Und ja, jetzt beim dritten Mal hat es so ungefähr geklappt, ne? So zu 80%, das reicht mir, das ist genug, ne? Das ist die Qualität, die man hier von diesem Kanal erwartet, ne? So, wie gesagt, ein etwas spontaner Stream heute. Der Grund dafür ist, weil ich wollte ehrlich gesagt schon, weiß nicht, so ein bisschen eher hier was aufnehmen oder nicht von Honkai Star Rail, weil die Story geht jetzt hier ein bisschen weiter, ne? Kam schon seit vor einem Monat ungefähr ein Update, einen halben Monat, weil die Story ja weitergeht. Und ja, man muss ja immer warten, bis die Story weitergeht in dem Spiel. Das ist ja Live-Service, mehr oder weniger. Und ja, ich wollte einfach warten, bis hier die nächste Gacha angekündigt worden ist, ne? Und die wir haben wortwörtlich einen Tag vor der nächsten Gacha, also nicht mal einen Tag, so 24 Stunden. Und jetzt wissen wir endlich, was in der nächsten Gacha jetzt abgeht, ne? Weil das ist ja das Hauptaugenmerkmal für hier die ganzen, wird ganzes Spiel, ne? Die Gacha Charaktere, ne? Da ist die nächste Gacha, ne? Hier der Aventurino, keine Ahnung, Aventurino, der blonde Kollege hier, der so aus wie Giorgio Giovanna, ne? Mit den Klamotten, ne? So, da ist die nächste Gacha zusammen mit ihr, ne? Also bei Honkai Star Rail ist halt immer so, es gibt immer alle 20 Tage gibt es einen neuen Charakter und ein Charakter wird gerunnt. Sie habe ich schon und wer interessiert mich nicht so. Deswegen, ja, und auch die Charaktere, die hier sind, interessieren mich nicht. Links hier, das ist eine Heilerin, die ich habe, die ich auch benutze aktiv. Und ja, die beiden benutze ich nicht und die beiden habe ich schon voll. Also ich habe schon alle deren Eidolons, also ich habe schon 6 Kopien von denen sozusagen, so Übersetzungen, ne? Das heißt, diese Gacha zu spielen wird für mich nicht viel bringen. Ja, Links ist die einzige, die ich hier haben möchte, ein paar Mal mehrmals, weil ich sie halt benutze, aber sie ist einer von 3 Charakteren und ja, sehr unwahrscheinlich, dass ich gezielt sie bekomme die ganze Zeit. Deswegen, ja, diese Gacha werde ich überspringen. Und das ist ehrlich gesagt der Grund, warum ich heute aufnehme, weil dann heißt das, ich kann die jetzige Gacha spielen, welche hier folgende Kollegin ist, ne? Acheron, die haben wir ja schon getroffen in der Story. Die der Raiden Shogun hier von diesem Spiel, ne? Obwohl eigentlich ist sie ja nicht. Ich habe ja so ein ganz klein wenig von Honkai Impact Third gespielt, ne? Bis es mir ein bisschen zu langweilig geworden ist, ne? Und sie war auch ein Charakter da in so einem bestimmten Spielmodus. Und sie ist irgendwie, also nicht sie, aber irgendwie so ein Charakter, der exakt so aussieht. Also in Honkai Star Rail und Honkai Impact gibt es ja einige Parallelen hier zu einigen Charakteren. Einige Charaktere, die in diesem Spiel vorkommen, kommen zum Beispiel auch in Honkai Impact Third vor, ne? Also hier, weiß nicht, hier der erste Charakter, der mir einfallen würde, wäre hier Su Shang, ne? Aber in Honkai Impact Third ist sie ein bisschen älter. Und also hier ist sie noch eine Schwertanfängerin, ne? Und im Honkai Impact Third ist sie eine Schwertmeisterin schon fast, ne? Dann gibt es noch einige Charaktere, hier ein Charakter namens Seele zum Beispiel. In Honkai Impact Third ist sie ein kleines Mädchen noch, so in der Größe ungefähr, ne? Aber in diesem Spiel hier ist sie schon Erwachsene, also ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Einige Charaktere sind da älter, einige Charaktere sind da jünger, also ist ein bisschen verwirrend, so spielt das Spiel jetzt hier vor oder nach, weil einige Charaktere sind älter, einige sind jünger. Also ich kapiere es irgendwie nicht so.
Welt hier einer Charaktere, die wir ja auch schon getroffen haben. Da ist dieser Typ mit dem grauen Mantel und der Brille, ne? Den ich auch gerne hätte, aber noch nicht habe. Und ja, gut. Also das ist jedenfalls die Inspiration von ihr, glaube ich, ne? Und den Ryan Shogun aus Genshin Impact, ne? Und ich glaube, ich hole mir sie. Ich versuche für sie zu rollen jedenfalls. Ich habe genug Dinger. Ich habe 25 Tickets, weil vor kurzem gab es ein einjähriges Jubiläum von dem Spiel. Da hast du jetzt 20 Tickets bekommen, die du hier brauchst für die Dinger, ne? Und dann habe ich noch 21.000. Das sind dann, ich weiß nicht, ob das reicht für 19 Puls, weil dann ist nämlich garantiert, dass ich sie bekomme, ne? Wenn ich nicht die Pity hier verliere, also nach 9 Puls kriegt man ja hier. Ja, nach 9 Puls, ne? Nach 9 Puls. Da stand jetzt schon wieder 10, aber das ist wieder was anderes, ne? Nach 9 Puls kriegt man ja einen garantierten 5-Sterne-Charakter, was entweder der Charakter hier sein kann oder hier, je nachdem, welche Gacha man spielt. Oder es kann einer von diesen Charakteren sein aus der Standard-Gacha, ne? Also nach 9 Puls kriegst du auf jeden Fall 5-Sterne-Charakter, aber so 50-50 ist es, dass du den Charakter oder einen von den Charakter kriegst, ne? Und wenn du verlierst, bekommst du halt einen von den Charakteren, ne? Und da musst du nochmal einen neuen Puls machen und dann kriegst du den Charakter garantiert, ne? Oder du kriegst sofort den Charakter, ne? Also, weiß ich nicht. Ich fühle mich immer, als müsste ich dazu erklären. So, der Grund, warum ich aufnehme, ist, weil ich doch dann schon so ein bisschen die Gacha spielen will. Außerdem ist da noch ein anderer Charakter, den ich noch gar nicht habe. Hier unten links der Kollege hier mit dem braunen Haaren, Galahand hieß er, glaube ich. Den haben wir ja auch schon getroffen. Ihn habe ich noch nicht. Er ist, glaube ich, ein Heiler, ein Feuerheiler, was nicht schlecht wäre. Und ja. Ich weiß, ich werde die nächste Gacha überhaupt nicht spielen. Also kann ich ein bisschen hier, weil ich durchdrehen in dieser Gacha. So, und das ist eigentlich alles, was ich herausfinden wollte, ne? Ob ich hier diese Gacha überhaupt ein bisschen spiele oder nicht. Und deswegen habe ich ein bisschen gewartet, bis die nächste Gacha angekündigt worden ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es so spät erst angekündigt wird, ne? Also so weniger als 24 Stunden vorher. Aventurin heißt er, genau. Aber ja, was soll man halt machen? Bei Genshin werden, glaube ich, ein paar Tage immer vorher schon angekündigt, ne? Aber in dem Spiel immer so 24 Stunden vorher. Das heißt, ich muss immer erst am letzten Tag hier mich entscheiden, mindestens. So, gut. Nebenquest habe ich hier alles gemacht. Hier, ich habe noch die Begleitermission von Sparkle hier, die Lady, die ich hier gerade am Spielen bin. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ne? Ich habe einige Nebenquests gemacht. Ich glaube, ich habe alle Nebenquests hier abgeschlossen. Ein paar von denen war interessant. Ich musste irgendwie dieses Ohren-Minispiel machen, wo ich deren Emotionen irgendwie umkrempeln musste. Ich musste irgendwas über deren Vergangenheit herausfinden, über so einige so NPCs. Die kann man ja, glaube ich, hier auch irgendwie sehen. Ne? Ich habe irgendwie so Sticker von denen bekommen, glaube ich. Ne? Sind die hier von den ganzen Charakteren? Habe ich ja. Sticker, wo kann ich die Sticker Dreieck? So, habe ich immer noch nicht als, obwohl die Story geht ja noch weiter, ne? Ne, das sind die nicht. Hier sind sie nicht. Na, keine Ahnung, das war jedenfalls für so einige NPCs, so einige Quests, ne? Hier sind sie. Hab ich noch gar nicht voll, sehe ich gerade hier, aber nicht. Und keine Ahnung, du bist sozusagen in deren Vergangenheit getaucht, hast du irgendwie herausgefunden, so, oh, warum sind denn die hier, ne? Ja, war irgendwie so eine. Ich bin mir ziemlich sicher, seine Quest war eine Anspielung an Oppenheimer, weil er war irgendwie hier so ein Mitglied von dieser, ich weiß ja nicht, wie die Fraktion hier auf Deutsch heißt, die Genius Society. Das sind ja diese ganzen schlauen Köpfe hier, von denen auch Hertha und Skrullum, Runmei und so, Dr. Ratio, die sind ja alle Mitglieder hier von dieser Organisation. Er war irgendwie ein früheres Mitglied und er hat irgendwie so eine Waffe erstellt, die irgendwie ganze Planeten vernichten kann, ne? Er ist zum Todzerstörer vom Mann geworden, ne? Und weiß nicht, ihn seine Vergangenheit wurde irgendwie gefangen gehalten von der Familie. Und die haben dann irgendwie, weiß nicht, am Leben erhalten, so, keine Ahnung. Also ja, seine Quest war definitiv eine Anspielung an Oppenheimer. Ja, war einige interessante Sachen dabei. So. Mein Plan ist, ich weiß, jetzt habe ich hier schon wieder 10 Minuten geredet, ne? Aber mein Plan ist so, ich versuche so 45 Minuten die Story hier. Ich will eigentlich nur ein Part aufnehmen heute. So, mein Plan ist dann hier so, ich will so 45 Minuten so ein bisschen die Story weiterspielen. Also jetzt nur noch 35, ne?
Und dann tun wir mal so ein bisschen Gacha spielen, ne? Gut. So. In der letzten Folge haben wir gesehen, hier, wie heißt sie? Robin, ne? Die Sängerin, die war irgendwie hier gefangen. Oder war tot vielleicht? Weiß ich nicht. Und ja, ja, das haben wir also als letztes ausgefunden. Sie war hier in dieser Badewanne, in dieser Traumbadewanne, wo man nach Pinacony kommt, ne? Und Aventurin hat uns irgendwie so ein Angebot gemacht, dass wir ihnen irgendwie helfen sollen oder wir uns mit ihnen zusammentun sollen. Aber wir wissen nicht genau, ob wir ihnen trauen sollen. Ich traue ihm persönlich noch nicht so. Aber ja, guck mal, wie es hier weitergeht, ne? Kollege. So. Ja. Sie war da in der Badewanne, ne? Wenn man in diese Badewanne geht, dann kommt man ja nach Pinacony, ne? Ja, ja, also ich nehme an, sie ist tot, ne? Weil sonst, warum würden die uns dazu zeigen, ne? Wir sind ja auch in so eine Badewanne gegangen, ne? Aber wir sind ja noch, weiß ich nicht. Kennt Robin wirklich? Also was genau da? Ja, nee, ich glaube, da wurde sogar bestätigt, ne, hat sich Sparkle nicht irgendwie auch hier als sie verkleidet und ihren Bruder irgendwie hier getroffen und er hat so gesagt, so, ich krieg dich irgendwann. Wir haben ja auch so ein bisschen Beef gehabt am Ende, ne? Schon ein bisschen her, seit ich die letzte Folge aufgenommen habe. Garden of Recollection の承認を受け、カンパニーが所有しているね。ここまで来ても。So, was du mir sagen willst, ist, Robin wird nie ein spielbarer Charakter sein, weil sie tot ist, oder was? Fällt mir aber gar nicht. Man sieht so der einzige Charakter, der mich noch interessiert, hier so in Pinacony. Familie が作った美しい夢の中では、すべての人の安全を保障する。Gewaltsam geweckt und sicher. Wach auf! Bist du am Sterben? Wenn wir mal die Familie treffen. Ich meine, es ist offensichtlich, dass die irgendwas am Stecken haben, ne? Und wir hören die ganze Zeit nur von denen. Okay. Da, meine Aufnahme. Warum müssen jetzt hier immer so ein kleines Gestotter hin und her? Wenn das weiß, dann kann ich hier niemanden trauen. Ja, weil Sparkle sich ja verwandeln kann in jeden, ne? Kimi は自分で判断すればいい。信頼を築くには時間がかかるからね。僕は喜んで待とう。ただ、君にも知っておいてもらいたかったんだ。その遺産とやらを巡り、今ピノコニーでは水面下で妙な動きがあって。 誰もが良からぬことを考えているってこと。くれぐれも立ち位置を間違えちゃいけない。僕が君だったら、ヨミとは確実に距離を置く。何しろ影に隠れた怪物に比べれば。あ、dir soll ich trauen oder was? Die Art, wie er schon redet, ne? でも表に出ている計略の裏に。 Ja, sie hat uns ja auch letztens betrayed. Da ging hat Achiro eigentlich noch nichts gemacht, ne? Ja,
Ja, wenn du halt sagst, muss es ja. Also zusammentun, nicht uns anschließen, ne? Ich lasse dich nicht auf den Zug. ピノコに行きたのはあくまで仕事のため。僕は甲板にのために失われた財産を取り戻したいんだ。わかるだろ？つまり返却の監獄の所有権さ。そう、ungewöhnlich hier die Lip-Synchro in diesem Spiel zu sehen im Vergleich zu Genshin. Weil hier ist er wesensgenau. あの連中は君が想像してるより手強い。今まで死の存在を隠蔽できてたんだから。今回だってきっとロビンの死を隠し通してみせるだろう。このまま静かに慌てなって消え、最後まで誰にも知られることがない。そんなの不公平だろう。だからマイフレンド。 My friend. Ich bin mir gerade mit etwas beschäftigt. Du bist nicht gerade vertrauenswürdig. Er redet schon so schmierig und irgendwie hat die ganze Zeit ein Grinsen auf dem Gesicht. Nicht sehr vertrauenswürdig. Keine Sorge, du kannst mir vertrauen, ehrlich. ホコロビが生じれば、カンパニーにも取れる手段がある。今がチャンスなんだ。ロビンの死の真相を明らかにできれば、死者に安らぎを与えられるだけじゃなく、交渉のチップも手に入って、ファミリーをテーブルにつかせられる。 僕がピノコニーの各地で調査を行い、幅広く交流してきたのは、この瞬間のためなんだよ。この悪い知らせはファミリーにとってとても不利なものだから、きっと外部の人間、特にカンパニーの介入を全力で阻止しようとしてくるだろう。でも、きっといくつかの派閥は例外になる。それこそが君たちを必要とする理由だよ。 Er tut immer mehr Leute um sich scharren, um dann irgendwie, weiß nicht, die Familie zu stürzen oder irgendwie so. Ne, pass auf. Win-win. Das kann ich nicht alleine entscheiden. Ja, ne, wo sind überhaupt meine? Wo sind überhaupt Welt und die anderen? あの、ナビゲーターのお姉さんは聡明だから、きっとこの取引の価値を分かってくれるはずだ。はい。僕の連絡先を渡しておくから、結論が出たら教えてくれ。ああ、それから、これも持って行って。調査を進めるには、どうしたって資金が必要になるだろう。ほら、遠慮しないで受け取ってくれ。 じゃあまたね。君たちと一緒に死の真相を明らかにできることを心から楽しみにしているよ。あ、ist klar。アベンチュリー、言うだけ言って行っちゃったな。確かに。Echt die schmierige Art, wie er die ganze Zeit redet. Wenn du jemals mit mir in Kontakt treten willst, dann ruf mich doch an. Ja, sie genauso. Ich habe mich auch schon verraten, ne? Der gemeinsame Sache mit dem Typen gemacht. So, 50.000 Credits, ich brauche doch gar keinen. Kann ich den in Genshin reinpacken? In Genshin habe ich dauernd Mora-Probleme, ey. Habe ich jetzt beinahe 3 gedrückt. Demo
Traue niemanden. Wir sind alle Verräter. Hat den Glühwürmchen damit zu tun. Ja, sie ist ja auch tot. Mann. Das sind alles die Charaktere, die mich interessieren, ne? All die Charaktere, von denen ich hoffe, die sind irgendwann spielbar, ne? Das heißt, die Charaktere, für die ich bereit bin, irgendwann Gacha zu spielen. Wir müssen Glühwürmchen berücksichtigen. Wer sich nicht einmischt, ist auf der anderen Seite. Soll ich eine Münze? Ja. Was war denn für ein Argument? Wir können nicht wegschauen, wenn was Böses passiert. Ja, aber es geht um was ganz Böses. Wir tun nur mit durchschnittlich bösen Sachen hier. Was machen, ne? Hat der Tod Robin umgebracht? Woher wissen wir das? Glaubst du, es hat etwas mit Archeron zu tun? Danke. Sieh da Bösewicht hier. Ich denke ja entweder Sparkle oder so wie die hat hier hochhypen, entweder Archeron ist der Bösewicht, ne? Weil irgendwie passend wäre, weil in Genshin Impact war der Shogun ja auch der Bösewicht, ne? So, ich habe keine weiteren Fragen. Wäre irgendwie cool, ne? Ich weiß nicht, was sie für eine Rolle in Honkai Impact förderte. Da war sie irgendwie, weiß nicht, da gab es ja irgendwie so ein Minispiel. So eine Devil May Cry Gameplay ähnliches Minispiel. Da hast du irgendwie so einen Typen gespielt, der die Klamotten von Welt anhatte. Aus diesem Spiel. Ich glaube, da ist sogar der gleiche Charakter gewesen, ne? Nur jünger. Und in seinem Partner war halt hier jemand, der genauso aussah wie Archeron. Oh, kaputt. Und ja. Aber sie war nicht im Bösewicht, sie war so ein Partner des Hauptcharakters, ne? Und ja, ein Genshin Impact ist halt der Raiden Shogun, welcher ähnlich aussieht wie sie. So, untersuchen. Oh. Auf dem Boden liegt ein halb aufgelöstes Handy, auf dem eine nicht abgeschickte Nachricht zu sehen ist. Sie enthält ein Bild von zwei lächelnden Personen. Es aufheben. Das Handy hat sich vollständig in eine Traumblase aufgelöst. Nein. Ich bin schon mal zurückgegangen. Ich habe, glaube ich, irgendwie einen Sticker von Sam bekommen. Hier diesen Cyborg-Typen, gegen den wir gekämpft haben. Irgendwie habe ich auch gehört, Honkai Star Rail soll nach Genshin Impact spielen. Und ich glaube, der Hauptcharakter von diesem Spiel soll irgendwie das Kind von den Hauptcharakteren aus Genshin Impact sein, was irgendwie kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber okay. Vor allem, wie geht denn das überhaupt? Man wurde ja wortwörtlich geboren im Tutorial dieses Spiels. Ja, Kafka und ja, Silberwolf haben einen ja sozusagen erschaffen mit einem von diesen magischen Geräten. Schwarzer Schwarm brüllt sanft dein Ohr und lässt einen Hauch von Kälte. Dann reicht sie dir eine Karte. Hier, das war hinter dein Ohr. Außerdem ist da meine Nummer drauf. Ruf mich an.
Das ist alles. 1000 Dank. So, ich muss was anderes auschecken hinter deinem Rücken. So, wir sehen heute nichts mehr Neues, ne? So ein neues Gebiet oder irgendwie sowas, ne? Jetzt hier noch eine halbe Stunde lang geredet, ne? Genius Gesellschaft, okay, so heißen die. So, Danero, bist du noch im Hotel der Traumwelt? Danero, gibt es Probleme? Wir wurden im Speicherbereich getrennt, aber Danero ist bei der Wahrin der Erinnerung. Ich bin so hibbelig. Hilfe. Bleib ruhig, Merz. Muss ich kommen? Im Moment nicht. Gut, sag mir einfach Bescheid, wenn ich gebraucht werde. Im Hotel Reverie in der echten Welt ist es sehr ruhig. Es tut sich nicht viel. Wo bist du? Ich habe auf meiner Seite alles abgesucht. Wo soll ich hin? Wo treffen wir uns? Danero. Ich freue mich, dass es dir gut geht, Danero. Danero. Diese Frau hat dir doch nichts angetan, oder? Tut mir so leid, was mit Glühwürmchen passiert ist. Familie hat den ganzen Bereich abgerührt. Wir verhandeln gerade mit ein paar Vertretern der Familie. Sollte nicht mehr lange dauern. Treffen wir uns nachher irgendwo bei Clockys Statue. No, bin ich nicht da gerade? Schicksalsbrief. Mit der Nummer 0. Okay, ja. Okay, Clockys Statue ist hier, ne? Ich habe schon voll hochgeballert. Soweit wie es geht jedenfalls. Okay. So. Cutscene. Vor einiger Zeit im Speicherbereich. Oh. Oh, sehen wir, was da passiert ist. Vor einigen Tagen im Ewigflammen anwesen. Da immer nichts. No. Ja, sie hat Ifrit. Wussten wir das? Ist schon ein bisschen her seit der letzten Folge. Okay, ist nicht Hybrid. Wir wollen nur die Welt im Brand setzen. Beim Feuer in dein Herzen erschaffen. Okay,
Ich habe das Gefühl, der Boss, der letzte Boss im Pinakuni wird irgendwie ein Äon von der Zerstörung sein oder so, ne? Auf dem letzten Planeten war ja auch irgendwie so eine Göttin hier, gegen die wir gekämpft haben. Weil die war von, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt, die Abundance, glaube ich. Ich sage, wir passieren irgendwie 10 verschiedene Sachen und ich komme mit gar keinem von denen hier mit. Wir haben diese Situation hier, dann haben wir irgendwie was Sparkle irgendwie hier so macht im Hintergrund, dann haben wir Aventurin hier mit seinem ganzen Plan. Dann ist da noch die Familie. Hier sind irgendwie 20 verschiedene Plotpoints. Ich komme mit gar keinen von denen so hundertprozentig mit. Zu kompliziert das Spiel. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Emanatoren. Ein Titel ist, der mir irgendwie was sagen sollte oder so in dem Spiel. Ich bin ein Feuerwehrmann. Feuerwehrfrau. Wenn sie es sagt, ruht ihre Hand sanft auf den Griff ihres Schwerts. Okay. Und die Zerstörung. Hat sie auch so ein Schwert, das irgendwie durch Dimensionen schneiden kann? Der Shogun aus Genshin Impact, Mugen no Hitachi, wie auch immer noch mal hieß. Okay. Wollte mich nicht töten. So wegen Kafka. Hat die irgendwie gesagt, so hör mal. Mach mein Kind nicht kaputt. No, Elio. Das ist, glaube ich, die Person. Das ist, glaube ich, die Anführerin von den Stellaron-Jägern, ja. Also die Leute hier. Ja, Kafka, Silberwolf, Blade, diese ganzen Verbrecher hier.
und die besten Charaktere in diesem Spiel. しかし結末が訪れるまでは私にも選択する権利があります。ですが、あなたは知らないようなので、今度は私から質問しましょう。あなたは一体何者なのですか？ Er ist auch richtig cool, ich möchte auch haben. Wenn er irgendwann mal released wird, hoffentlich. そこまで興味を持たれるほどの価値はないと思うが、銀河を一人で旅するものには秘密がつきものだ。私もカンパニーから指名手配されたことがあるから、性格反対について知っていても不思議ではない。それだけのことだ。私ならあなたを助けられるかもしれない。なぜそんなことを？私はよく忘れてしまうから、記憶よりも感覚で物事を捉えるようにしているんだ。だから私にはその冷たい甲冑の中にいるのが誰かわかる。どうだ、鎧を脱いで話す気になったか？まだその時ではありません。 私は助けを必要としていませんが、あなたに少しアドバイスしましょう。これは双方にとってメリットがあると思います。あなたの狙いが時計屋の遺産なら、ファミリーを調べるといい。彼らは死の存在だけでなく、無教の過去と真実も隠していますので。もう調べている。そして、 Mehr ist ja alles gut oder böse. Ich komme hier nicht mehr mit. Sie lässt es wieder so klingen, als wäre ich jetzt auf der Seite der Bösen, ne? Also von deren Perspektive bin ich jetzt auf der Seite der Bösen, ne? Sag ich doch, Aventurin, den kannst du nicht trauen, ne? Oder schwarzer Schwan, sag ich doch. Ich mag das. Das Unmögliche ist, dass das noch nicht passiert ist. Das ist auch geil. Was ist das mit diesen verschiedenfarbigen Schriften? Warum ist manchmal die Schrift rot? Was ist damit auf sich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach irgendwie so ist, hier so, hör mal, das ist wichtig, deswegen wird das hier so ein bisschen hervorgehoben. Weil manchmal sind ja irgendwie, ist ja die ganze Text, der ganze Text ist ja in Rot. Also, da kann ja, kann nicht das sein, ne? まだ夢を見るか、自分のせいで死んだものの夢を。答えはノー。一度も見たことがありません。私には生まれつき夢を見るという機能が備わっていません。私は冷たい現実のために生き、ほんのかすかな光のために燃え、灰になるまで燃え続けるのです。だから あなたが羨ましい。そうか。あなたはもう目覚めの世界で生きているんだな。Okay. Ich habe das Gefühl, wir kommen heute nicht dazu, viel zu spielen.
Mal wieder viel Text hier ist. Nee. Jetzt in der goldenen Stunde, da bin ich gerade. Und da sind wir. ごめんなさい。あの時そばにいてあげられなくて。現実世界は穏やかだが、無境では暗流が渦巻いている。本当にあの目もキーパーの言葉通りになっているが。みんな落ち込んでいる暇はないぞ。俺たちにはまだできることがある。例えば犯人を見つけ、あ、そうね。だってイレニアフォンロビンズマーダー。あ、フォングルーウィンピムズマーダー。 Werden wir irgendwann, ich habe so das Gefühl, wir werden irgendwann für den Tod von ihr irgendwie, weil nicht verantwortlich gemacht, ne? So läuft er doch immer ab, oder? Gibt ihr nicht irgendwie ein Konzert oder so irgendwann? Wer macht das auch Sparkle? Wie du sie, die tut ja die ganze Zeit verkleidet, als sie rumlaufen, ne? Also war sie auch schon tot, als wir sie getroffen haben? Das erste Mal hier? War auch schon Sparkle? Und sehr ist sie erst danach gestorben? Aventurin nimmt sich vor Atron in Acht. Wer ist jetzt hier böse und wer nicht, ne? Nein. Nein, ist er nicht. Außer also einer von uns ist auch tot und ein Verräter. Ja, von uns ist sus. Ich habe das Gefühl, Dan Hang wird irgendwann hier auftauchen, ne? Weil er begleitet uns ja nicht. Er wird irgendwann hier auftauchen, ne? Und wir denken alle, oh, das ist der echte, ne? Da kommt Sparkle so, Edgy Badge. Der Typ ist pretty sus. アベンチュリンさんについては、ベルト、あんたの意見を聞かせて。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 アベンチュリンさんについては、ベルト、あん
Also haben wir heute gar nichts erreicht eigentlich, ne? Wir haben eigentlich nur. Keine Sorge, ich traue niemanden. Noch nicht mal dir. So, wir sollen uns jetzt mal auf die große Ganze konzentrieren. Schon gut, ich konnte auch eine Menge aus China rauskitzeln. Was? Wir sollen uns auf das große Ganze. Tu ich das? Mein Gott. Voll kaltblütig. Okay, ich nehme an, ich muss mit allen hier wieder reden, ne? Okay, arbeiten wir zusammen. Anscheinend noch nicht. Für ein Spielekonto jederzeit ziehbar. Was? Wir haben uns beschlossen, uns auf eine Zusammenarbeit einzulassen. Wunderbar, die Antwort kam schneller als erwartet. Jetzt stecken wir da alle gemeinsam drin. Hier kannst du ein, hier hast du eine Kleinigkeit für unsere kommende Partnerschaft. Das ist danke, Chef. Du hast 100.000 Credits erhalten, sehe ich ja gerade. Vielen Dank. Wie grüße ich von dir, Chef. Danke. Hey, das war ein Tippfehler. Ich gebe dir noch ein bisschen, damit du einen guten Start in den Tag hast. Die Familie wird die Sache mit Robin, wie erwartet, unter den Teppich kehren. Das war also unser kleines Geheimnis. Die andere Sache kommt darauf an, welche Ausrede sie für dich auf Lager haben. Jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich freue mich schon auf eure herausragende Vorstellung. Okay. So, ich hatte 20.000 Credits, 200.000 Credits bekommen, einfach so. So, für mehr haben wir ja wohl nicht, was wir heute machen können, ne? Also, wie gesagt, 45 Minuten wollte ich so aufnehmen. Wir sind hier schon wieder. Nokis Lächeln hört nie auf, aber ob sein Blick jede noch so dunkle Ecke im Reich der Träume erreichen kann, ist nicht bekannt. Okay. Warum war das jetzt? Kann ich da jetzt weiter leveln oder? Nee, geht schon. Nee, ich bin schon auf Maximum, ne? Ja. Ich dachte, da ging noch weiter. Nein, ich habe noch 2700. Ja, da steht ja, setzt die Trailblazer-Mission fort, um die Max-Stufe von Clocky Statue zu erhöhen. Aber irgendwie geht es hier nicht weiter. Ich glaube, ich habe schon Maximum. So, okay, gut. Ich wollte halt nur ein bisschen weiter spielen heute, ne? So, jetzt zwingt mich jetzt nicht hier zu bleiben, ne? Ich kann überall hin, wo ich will, ne? Ich kann überall hin, ne? Wo ich will, ne? Ja. Okay. Muss ich halt mit den Leuten hier reden, ne? Naja. Ich habe die Bossmusik von den von Sam hier die ganze Zeit in meinen Dingen am abspielen, ne? So. Wenn ich mich einen von euch näher, fängt ein Gespräch an. Nee, ne? Okay. Okay, Lady. Wir gucken auch Kinder zu, okay? So, gut. Ja, ich wollte eigentlich hier nur weiterspielen, weil die Gacha für Achuan heute abläuft, ne? Und ja. Das heißt, die letzten paar Minuten werden wir ja ein bisschen ziehen, ne? So, bevor wir das aber machen. So, hier ist übrigens so ein... So, das ist voll putzig. Das Spiel hat irgendwie... Dieses Minispiel hat nichts irgendwie mit dieser Grafik zu tun, ne? Aber... ehrlich. So, das hier muss ich auch noch machen, ne? Aber da muss ich erstmal hier weitermachen, also in der Story Mission. So, ich würde sagen, bevor wir für die überhaupt ziehen, tun wir erstmal gucken, mal die Charaktere alle so drauf haben, ne? Er ist ja auch neu, ne? Hätte ich auch nichts dagegen, wenn wir ihn haben, ne? Den kriegen wir garantiert, wenn wir ein paar mal für sie pullen, außer wir kriegen sie natürlich beim ersten Pull, was sehr unwahrscheinlich ist. Aber ja, ich höre immer, sie ist voll überpowered, aber das sagen die wortwörtlich über jeden neuen Charakter. So, Galaga. So wie, weil ich habe ich das schon mal gemacht hier, so Charaktertests, ne? Hier sieht man sozusagen, was die Charaktere drauf haben, was die, wie deren Gameplay und so ist, ne? So, Galaga, der Überfluss, also Heiler, Abundance. Versetzt Gegner in einen besonderen Status, der die LP des Angreifers wiederherstellt. Wird den von Gegner erlittenen Bruchschaden. Okay. Ist er ein Barkeeper? Sieht irgendwie so aus, als wäre ein
Barkeeper hier von dem einen Bild. So, da ist übrigens ein neues Trainingsareal. Normalerweise ist halt immer woanders im Bellaborg. Okay. So, weil es ein Feld. Edler-Tropfen. Das sind so die Angriffe, die man hier außerhalb der Kämpfe machen kann. Raus aus meiner Bar. So. So, Galaga. Na, hier sieht man gar nicht sein. So, Bruchschaden, okay. Nicht Kegel, das ist ein 5-Sterne-Dingen, ne? Ne, 4 Sterne. Ich, die Diamanten haben mich verwirrt. So, das Ding habe ich, glaube ich, ne? Erhöht den Bucheffekt des Triggers um 8 mehr. Ach, deswegen. Ich habe mich schon gewundert, für wen ist das Ding, ne? Aber anscheinend irgendwie was mit Buch hier. Erscheint irgendwie mit Buch zu arbeiten, alles klar. Habe ich schon gewundert, warum sollte man seinen Heilern Bruchfähigkeiten geben? Aber die sehen mich ja schon. Pff. So, muss ich unbedingt gegen den Typen kämpfen? Ich hasse diese Typen. So, komm mal her. Dösch. So. So. Entkorkungsgebühr. Fügt dein Gegner geringen Feuerschaden zu. Basierend auf was? Seinen AP oder seinen Angriffskraft? So, Spezialmischung in der Pose, Fertigkeit, stellt sofort die LP eines Verbündeten wieder her, alles klar, mehr nicht. Belegt alle Gegner mit Berauschung und fügt ihnen Feuerschaden zu, verstärkt den nächsten Schadenangriff zu Hopfenschwall. So, trunken vom Kampf, Berauschung erhöht den von Zielen erlittenen Bruchschaden, wenn sie verbündete Ziel angreifen, wenn ihre LP. Okay, also er tut irgendwie Charaktere bruchanfällig machen und dann greifst du den an und dann... Alles klar. Ach, das ist Himeko. Ich dachte, er ist da bei Luca. So. Oh, ich liebe es, wie die Gegner alle schon sofort angreifen können. Ich kann nichts machen. So. Machen wir mal Esther. Ja. Na, tun wir mal seine Heilung machen, weil wir schon voll Schaden genommen haben. Pause. Kritrate erhöht, okay. So, machen wir erstmal die. Himeko habe ich auch noch nicht, die will ich auch haben. Da sind sie alle weg, okay. So, schon mal ein bisschen vorspulen. Mich interessiert ja eigentlich nur Galaga hier. Dash. So. Machen wir mal seinen normalen Angriff. Und dann mal sein Ultimate. So, komm mal her. Puff. Er ist Wolverine. Und sein normaler Angriff ist jetzt stärker, glaube ich. Der erinnert mich an diesen einen Barkeeper hier aus Ruby. Ja, da gab es auch irgendwie so einen, der so ein Barkeeper, der irgendwie war ja nicht. Also Clown hatte. So. Ja. Also was hier? Airstrike. Duff. Ja, die habe ich ja auch schon ein paar Mal gespielt hier. Die konnte man ja auch schon testen. Alles klar, Feuerheiler. Warum nicht, ne? Bruch-Effekt wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? Kommt darauf an, mit was für Stats der irgendwie so gescaled ist, ob er irgendwie mehr AP braucht oder so, ne? So, dann testen wir mal sie aus. Atron, ne? Sie soll irgendwie voll überpowered sein, aber das ist ein sehr schwaches Argument. Und das sagen wortwörtlich alle über jeden neuen Charakter. Ich bekomme immer Videos irgendwie empfohlen. So, oh, dieser Charakter ist der stärkste Charakter, der gerade rausgekommen ist. Oh, das haben sie über Sparkle gesagt, das haben sie über Schwarzer Schwan gesagt, das haben sie über Rune May, die davor rausgekommen ist. Das sagen die über jeden neuen Charakter. Also, jeder neue Charakter ist immer der stärkste Charakter aller Zeiten, ne? So, für Gegner Debuffs zu. So, die Nichtigkeit. Okay. Spoiler. Sie hat ja gesagt, die folgt einen anderen Pfad als die Jagd, ne?
ja, Spoiler, sie folgt der Nichtigkeit. Also sie ist so für Debuffs und so, ne? So, ich kann halt irgendwie nicht runter zoomen. Ich kann nicht runter zoomen, was soll das? Für Gegner Debuffs zu, um Aufladungspunkte zu sammeln und den Ultimate einzusetzen. Der Ultimate ignoriert die Schwächen des Gegners. Bei der Widerstandreduzierung verringert die Widerstand aller Typen. Ich weiß nicht, was da steht. Ich kann da nicht runter zoomen. Okay. So. Okay. Sie zieht ihr Schwert einfach nicht. Ich nehme an, sie zieht ihr Schwert, wenn... Warum sind denn hier mehrere Gegner? So, Dreieck. Ups. Ich habe nicht gelesen, was da stand. Wenn Archons Technik beim Erkunden den gewöhnlichen Gegner trifft, wird er sofort besiegt, ohne dass das Team in den Kampf eintreten muss. Wenn der Gegner nicht getroffen wird, wird kein Technikpunkt verbraucht. Okay. Okay, ich kann Kombos damit machen. Wart. Okay. Guck mal. Was zum... Okay, das ist cool. Ja, da zieht sie natürlich ihr Schwert, ne? Ist klar. Ja, voll das Sephiroth-Schwert hier. Klar, warum nicht, ne? Ich glaube bestimmt auch bei Bossen, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, habe ich schon herausgefunden. Oh, das ist richtig cool. Nur sie gegen Jing Liu, ne? Ist auch irgendwie so ein Schwert-Champion oder so, irgendwie. Frag mich, was stärker ist von den beiden. So. Vier Phasen des Ich. Okay, jetzt haben wir ja. Fängt ein Gegner gegen Bettschan zu. Fertigkeit. Er hält einen Punkt zerbrochener Traum. Belebt einen Gegner mit einer Stapelung kamenroter Knoten und fügt ihm Blitzschaden sowie angrenzenden Einheiten geringen Blitzschaden zu. Ultimate. Fügt einen Gegner dreimal geringen Blitzschaden zu. Wenn kamenroter Knoten vom Ziel entfernt wird, allein alle Gegner geringen Blitzschaden. Wenn zerbrochener Traum die maximale Anzahl erreicht, kann der ultimativ aktiviert werden. Der Ultimate ignoriert Schwächetypen. Das ist noch ein bisschen zu kompliziert, finde ich. So. Sie kommt als letztes dran. Alle reißen ihre Aufladen. Reißen ihre Ultimate-Zeichen hier. Hier, das Ding hier. Ja, das Ding. Das ist hier die Aufladerate der Ultimate. Ihr sieht das vollkommen anders aus. So. Sampo hier, den haben wir auch gesehen letztens. So, mach mal den hier, ein Schild. Okay. Na, ich will erst mal hier anderen Angriffe sehen. So. Feine übergezogen. So. Ah, hat auch schon wieder viel länger als eigentlich geplant. So, da ziehe ich mein Schwert. Sag, dann machen wir mal den hier, die Ultimate. Nein, nicht anfassen. Okay. Ja. What? Okay. Okay, das ist ziemlich cool. 128.000. Okay, das ist ziemlich cool. Ich kann irgendwie mittendrin die Ziele wechseln, so wie das aussah. Oh Mann. Ah, weißt du was, die anderen Charaktere haben wir noch nicht gesehen. Sag, Pella bin ich auch. Will ich eigentlich auch trainieren, aber ich bekomme immer andere Charaktere. So, ich sehe da irgendwie, die haben irgendwie ein 8 über den Kopf. Was bedeutet das? Ist das hier irgendwie da kamenroter Knoten nicht entfernbar? Nachdem der Effekt wäre, wenn alle Gegner einmal Blitzschaden in Höhe von den. Und wie kann man das entfernen? Nicht die Ultimate? Oh, Sampo, mach mal deine Ultimate. Ich habe hier ein paar Pralinen für euch.
So, haben wir von dem Hauptcharakter auch schon die Ultimate gesehen? Nee, ne? Zeig mal. Zack. Mitten ins Herz. Okay. Cool. So. Ja, da waren wir noch mal hier. Sag mal. Das ist eine richtig coole. Das ganze Animationsbudget ist in ihr eingeflossen. Ich so ein Gefühl. Okay, ja, definitiv cool, ne? Gucken wir mal. Nichtigkeit Charakter wäre natürlich nicht schlecht. Ich mag Nichtigkeit. Silberwolf ist Nichtigkeit. Na gut, stehen wir hier vor der Clocky-Statue, ne? Und tun mal ein bisschen Gacha spielen. Ich habe wieder auch. Ich habe noch zwei Glückskekse übrig, ne? Die ich zu Neujahr geholt habe, ne? Die ich gegessen habe. Ich erzähle die Geschichte jedes Mal. Aber man weiß ja nie, wer hier mal als neues zuschaut, ne? So. So, ich tue mal vor dem Mikrofon hier. Ach. Auseinandergessen. So. So, wo ist die deutsche Sprache? Löse das Problem, nicht die Schuldfrage. Okay. Gut, wenn du das sagst, so. Kein Glückskeks eigentlich schlecht werden. Die sitzen jetzt schon seit, hör mal, März, April. Die sitzen schon seit 4 Monaten da. Wir werden, glaube ich, nicht schlecht, ne? Oh, gib mir euer Glück. So. Machen wir mal ein paar Puls, ne? Weil, wie gesagt, Aventurini, ne? Aventurin, wie auch immer. Juventus Turin, er ist halt, interessiert mich halt nicht. Das heißt, ihn kann ich skippen. Also ich kann wieder 20 Tage lang sparen. Je nachdem, wie viele Dinger ich hier brauche, ob ich wieder meine Pity verliere oder so, je nachdem, wie lange das dauert, ne? Habe ich noch eine Menge übrig. So, mach mal. Ich brauche sowieso hier ein paar Dinger, weil ich muss mal hier Gacha spielen. Einfach nur, damit ich hier, man kann sich ja jeden Monat hier welche hier die Dinger holen. Ich habe keine Punkte dafür, weil ich halt nicht die Gacha am Spielen war. Nein, das heißt, ich muss hier auch ein paar Punkte ansammeln. So, warte mal noch hier. Dann habe ich noch genug Punkte hier, die ich hier. Also ich glaube, ich habe genug. Ich glaube, ich habe sehr viel genug. Ich hoffe nur, dass ich nicht so viele brauche, ne? Weil ich doch schon so ein bisschen sparen will. So, gut. Los rein da, ne? Eigentlich ist sie ja richtig cool, ne? Sie hat richtig cooles Design. Sie erinnert mich voll an den Shogun aus Genshin Impact. Das wäre schön. Er ist eigentlich auch sehr gut. Ich glaube, er ist der beste Heiler im Spiel. Aber, ne? Waifus, ne? Gut, ich habe außerdem noch ein paar Punkte hier. Den kann ich auch noch verballern, sobald ich genug Dinge habe. Aber gehen wir jetzt mal hier rein, ne? So, den Heiler hätte ich auch gerne hier, den Barkeeper. Von daher, gut. Los geht's, Rainer. Komm nach Hause. So, erster Pull. Ich glaube, ich habe es schon bekommen. What? Das ist mein erster Pull. Ich meine, ich kann natürlich noch verlieren, ne? Okay, das war ziemlich gut. Ich kriege jetzt einen 5-Sterne-Charakter auf jeden Fall. Habe ich nicht? Sparkle war im letzten Gacha, ne? Sparkle war im letzten Gacha, ne? Das heißt, ich bin eigentlich wieder bei Null, ne? Also, wenn ich sie jetzt sofort bekomme, ne, dann ist das schon ein bisschen irre. Selbst wenn ich meine Pity jetzt verliere, ne, und jetzt jemand anderen bekomme aus der Standard-Gacha, wäre immer noch eigentlich sehr gut. So, ich hab's. Ich habe nur einen Pull gebraucht, um sie zu bekommen. Was? Das ist ja voll irre. So, Don Hang. Ja, da kriege ich aber meinen Barkeeper nicht. Boah. Nein, jetzt kriege ich den Barkeeper aber nicht. Weil ich jetzt nicht. Boah. Okay, das war ziemlich krass. Das war wortwörtlich mein erster Pull. Ich bin wieder bei Null, ne? Also, meine Chance, sie zu bekommen, war relativ gering.
Ich habe aber noch nicht Galaga. Ich will den Barkeeper auch noch haben. Mir fehlt schon ein 4-Sterne-Charakter. Ich habe den Pagen ja schon letztens verpasst hier, Misha. Boah. Ja, ja, wir haben. Was zum? Alles klar, warum nicht, ne? Kann man ja mal machen. Alles klar, das ist ein bisschen irre schon. Eine Herumtreiberin, die behauptet, eine Galaxienrangerin zu sein. Ihr wahrer Name ist unbekannt. Sie wandert allein durch den Kosmos und trägt ein langes Schwert bei sich. Spoiler. Sie behauptet, eine Galaxienrangerin, also ist sie keine, ne? Wow, Spoilerspiel. Okay. So, für die Leute, die es nicht wissen, ne? Die nicht immer noch nicht wissen, wie das mit den Gachan abläuft, ne? Man hat eine Chance. Ach ja, dann hang habe ich auch noch. Man hat eine Chance. Alle 9 Puls, ne? Bekommt man, weil ich gehe mal erstmal hin, ja, ne? Boom. Noch nicht schlecht. Ihn habe ich ehrlich gesagt schon ein bisschen trainiert, weil ich ihn früher benutzt habe. Aber ja. Für die, die jetzt nicht genau wissen, wie diese Gacha nochmal funktioniert, ne? Man fängt immer bei 0 an, ne? Man fängt bei 0 an und dann, ja, wie soll ich das erklären? Man fängt bei 0 an und dann muss man 9 Puls machen. Also 9 Puls meine ich eine 10er Warp mal 9, ne? Nach 9 Puls mindestens kriegt man den 5-Sterne-Charakter, ne? Nachdem man einen 5-Sterne-Charakter bekommen hat, resettet sich das wieder, ne? Und man ist wieder bei 0. Ich war bei 0. Die Chance, die zu bekommen war, irgendwie kann man das nachgucken, ne? Die Chance, dass ich sie bekommen habe, war bei 1,6%, glaube ich, ne? 1,6%. Also ja, das ist schon ein bisschen. Ich glaube, ich werde ein bisschen mit ihm hier die Gacha holen. Wenn ich ihn jetzt auch noch bekomme, ist das ein bisschen gestört, ne? Aber ich will den Barkeeper auch noch haben. Ich will ihn noch haben, ne? Wenn ich ihn jetzt auch noch bekomme, ne, dann ist das schon ein bisschen irre. Ich habe mir schon erst gedacht, höre ich mich gerade mit der Musik? Nee, ne? So. Also was, ihn habe ich auch noch nicht. Komm her. Tun wir noch ein bisschen hier, so, jetzt habe ich nur 4-Sterne-Karte. So, ich spiele jetzt noch so lange, bis ich den Barkeeper bekomme. Das heißt, ich werde ihn sowieso nie bekommen jetzt, ne? Pass auf. So, boom, 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 boom. Kann ich ein bisschen, ich werde sowieso die nächste Gacha nicht spielen. So, hey, das benutze ich gerade, das Ding, für Esther. So, ich habe immer noch mehr als genug Dinger. Also ich kann noch so ein bisschen, ich habe noch so ein bisschen freie Luft hier, so mit Dinger. Und ja, da wir ihn noch nicht haben, ne? Warum nicht? Ich muss ein paar Mal mit der Gacha spielen, damit ich hier die Tickets mir holen kann. Und die nächste Gacha werde ich sowieso überspringen. Also ich habe noch etwas Freiluft hier gerade. So, jetzt gib mir den Barkeeper, Mann. Danke. So, ich bin fertig. Ich glaube, ich habe immer noch nicht genug Punkte. So, jetzt habe ich 2 neue Charaktere. Ausgezeichnet. Ich fasse nicht, dass das gerade passiert ist. So, warte mal, ihn kann man jetzt hier die eine geben, ne? Das Ding, das hier. Ich habe das Ding ja, ne? Wo ist das? Wo habe ich das? Da. Das ist das Ding, was er hatte, ne? So. Der Sicherheitsbeamte der Familie Bluthund in Pinakuni. Er ist Gästen gegenüber höflich, allerdings ist er stets wachsam. Er scheint jemanden mit einer komplizierten Vergangenheit zu sein, während er erwähnt aber nie von sich aus irgendwelchen Details. Von sich aus irgendwelche Details. Okay, cool. So, bist du irgendwie auf Bruch-Effekt hier? Wenn das Ultimate wird, die eigene Aktion. Okay, cool. Dem von Galaga bewirkte Heilung in Höhe von. Deswegen. Dem von Galaga bewirkte Heilung in Höhe von 50% des Bruch-Effekts.
Bewirkte Heilung kann durch diesen Effekt um bis zu 75% erhöht werden. Deswegen braucht er 4 Brucheffekt, ne? Weil seine Heilung dadurch stärker wird. Wenn Galaga Hopfenschwein setzt, um Gegner zu stand, und dann wirkt die. Deswegen, und das Problem ist, ich habe nicht Relikte irgendwie für Brucheffekt. So. Ich weiß nicht, was ich ihr geben soll als Lichtkegel. Ich habe nicht genug. Nein. Doch, ich habe genug. Kann sie das hier benutzen? Oder nicht, muss ich mir mal angucken. So, was hat sie denn hier so passive Fähigkeiten? Wenn man das Kampf sofort 5 Punkte zerbrochener Traum bewegt, am Watt. So, ich muss mir noch gucken, wie das hier so funktioniert, ne? Es sind immer so viele Begriffe, die muss ich erstmal wieder alle lernen, ne? Wenn noch die Hälfte weiterer Figuren, wenn noch 2 weitere Figuren auf dem Pfad der Nichtigkeit im Team sind, beträgt der Schaden von Archons Standardangriff, Fertigkeiten und Ultimates. What? Das heißt, wenn ich 3 Nichtigkeit-Charaktere im Team habe mit ihr, dann wird sie noch stärker. Das ist genau wie bei Sparkle, ne? Je mehr Quantencharaktere du hast, desto stärker werden die, ne? Boah. Eine kleine, zu viel Text. Muss ich mir auf Screen alles hier anlesen. Yay. Wie viele Puls waren das jetzt? 3? Ich habe immer noch mehr als genug. Und ich werde ja in den nächsten 20 Tagen auch nicht die ganze spielen. Ich werde auf 30.000 Dinger hier irgendwie sitzen. Das ist so krass, ne? Ungefähr 40 Mal. Ja, 40 Mal habe ich nur, ne? Boom. Ich habe noch keinen Cent in diesen Spiel reingepackt und ich habe so viel mehr Charaktere in diesem Spiel als in Genshin. So. Ich will mal sehen. Das Problem ist, ich kann sie halt jetzt nicht austesten, weil sie halt jetzt hier auf Level 1 ist, ne? Ich habe jetzt hier nichts. Ich habe jetzt hier nichts, was ich mit ihr machen kann gerade. So, Atron. Oh, keine Ahnung. So schenken. Galaga. Ausgezeichnet. Yay. Ich weiß es nicht, dass ich sie nach ein Pull bekomme, aber das ist kriminell. Ich fühle mich, als hätte ich gerade geschummelt oder so. Und nein, ich habe nicht irgendwie geheim, insgeheim irgendwie, weil ich PD angesammelt oder irgendwie sowas. Aber okay, cool. Ich beklag mich nicht, ne? So, sie hoch zu trainieren wird natürlich wieder hier ein Spaß, ne? Das dauert immer eine Ewigkeit hier nach der Zeit. Aber ist ja kein Problem, ne? Was gucken sie mich so an, hä? Puh, raus aus meiner Bar. Gut, also das war voller Erfolg eigentlich, ne? Ich kann mich nicht beklagen. So, ihre Dings sieht voll anders aus, ihre hier auf der rechten Seite, ne? Das Ding, ne? Die Ultimate sieht voll anders aus, der Teil, finde ich geil. Sollen sie mal jeden Charakter machen? Okay, cool. Dann ja, warum nicht, ne? Vielleicht werde ich sie bis zum nächsten Part. Ich weiß ja nicht, wann ich noch mal aufnehme. Das war ja hier nur so ein kleiner spontan Aufnahme, ne? Weil ich hier gemacht habe. So, also, ja, vielleicht wird sie bis zum nächsten Mal schon ein bisschen trainiert sein. Aber ich bezweifle es, weil das dauert schon so ein bisschen lange, ne? Bis sie trainiert werden, die Charaktere. Aber gut. Hey, warte mal. Ich habe da noch was. Ich muss ja noch ein paar Punkte hier ausgeben, ne? So, habe ich jetzt genug? Ne. Ich kann mir die nicht leisten. So, ich muss mir hier noch welche holen. Die kannst du nämlich einmal pro Monat holen, ne? Für einen reduzierten Preis. Die nicht zu holen wäre eigentlich Verschwendung. So, und ich habe... Und zwei kann ich mir noch holen. Ich werde die gar nicht holen können. Außer ich spiele noch ein bisschen Gacha. So, aber... Also was, das kann ich sogar machen hier. Ich muss nur mal kurz. Ich habe glaube ich noch ein bisschen angesammelt hier von. Man kriegt ja einmal in der Woche kriegt man so ein Ticket hier gratis, wenn man ja halt simulierte Universum spielt, hier dieses Roguelike Mini Spiel in diesem Spiel. Und ich glaube, ich habe meine Punkte ja noch nicht ausgegeben, ne? Ja, weil ich habe ja schon alles andere gekauft. Das heißt, ich muss eigentlich nur noch hier, ne? Gut, dann kann ich mir ja noch ein Ticket holen.
Und dann spielen wir noch die Standard-Gacha. Weil warum nicht, ne? Cool. Ich glaube nicht, dass ich hier einen 5-Sterne-Charakter bekomme. Aber warum nicht, ne? Wenn ich jetzt hier auch noch einen 5-Sterne-Charakter bekomme, dann ja. Cool. Einer. Welt. Welt habe ich auch noch nicht. Den will ich auch noch haben. Ne? Ich krieg noch 4-Sterne-Charakter. Alles klar. Ich beschwere mich nicht. Ich habe schon 5-Sterne-Event-Charakter bekommen. Das ist so irre, ne? Warum habe ich nicht so ein Glück in Genshin? So. Ja, ich glaube nicht, dass ich einen Charakter bekommen, weil ich habe gerade schon 4-Sterne-Ding bekommen. Das sind sozusagen die Waffen hier alles, ne? So. Hey, sie bin ich gerade am Trainieren. Ausgezeichnet. Sie bin ich wortwörtlich gerade am Trainieren. Von daher nehme ich. Von hier habe ich nicht so viele Eidolons. Yay. Boom. Okay, von welchen Nehmen scheint gleichzeitig. Nice. Alles klar, cool. So, wie sieht ihr Handy aus? Jeder Charakter hat so sein eigenes Handy, nämlich. Sehr wohl. Das denke ich von einem simulierten Universum. Universum-Simulation, okay, so heißt das in dem Spiel auf Deutsch. Das ist so cool, ne? Funktioniert er doch im simulierten Universum? Kann man da auch Gegner töten? So gratis? Naja, voll krass. Ja, außer man kriegt nicht hier, man kriegt man aber die Belohnung nicht, ne? Hm. Okay, ausgezeichnet. Guck mal, Hertha, was ich kann. Bist du beeindruckt, Hertha? Okay, ausgezeichnet. Der Devil Trigger aus Devil May Cry. So, da lief perfekt, ne? Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe den Charakter nach dem ersten Pull schon bekommen. Das ist schon, ja. Gut, kann ich nicht beschweren. Ich will so ein Glück in Genshin haben. Aber in Genshin finde ich so am Verzweifeln, ne? Mit meinem Gacha-Glück, ne? Hier kriege ich einfach alles, weil ich halt. Guck ich das an. Ich meine, ich spiele seit Day One, ne? Also es ist nicht sehr unrealistisch, dass ich viele Charaktere habe, ne? Aber mir fehlen nur 11 Charaktere. Das sind die Charaktere, die mir noch fehlen, ne? 2 sind in der Standard-Gacha. Und das sind sogar alles Charaktere, die ich. Ich meine, für sie habe ich mal versucht zu. Ich habe bis jetzt jeden Charakter, den ich haben wollte, bekommen. Außer sie. Nee, sie habe ich nicht bekommen. Sie wollte ich haben, aber sie habe ich nicht bekommen. Aber dann habe ich gedacht, so, oh, irgendwann kommt Sparkle raus und dann muss ich noch ein bisschen sparen. Und ja, habe ich mich zurückgehalten. Jetzt haben wir 9 Heiler. Cool. Benutze ich bestimmt. Heiler kann man nicht mehr als genug haben. So, cool. Ja gut, ich bin zufrieden, ne? Der Part ist ein bisschen länger geworden, aber hey, warum nicht, ne? Gut, dann sage ich, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal hier was aufnehmen werde. Da sollte ja eigentlich nur so ein kleiner Spontan-Stream. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit Stream sage. Das ist eigentlich nur eine kleine Spontanaufnahme, die ich hier aufnehmen wollte, um einfach nur, weil ich die Gacha spielen zu können, bevor die abläuft. Was ich schon erreicht habe, also bis ich das nächste Mal irgendwie was aufnehme, ich weiß. Bis ich das nächste Mal aufnehme, wird wieder, weil nicht davon abhängen, hier weil nicht. Was in der nächsten Gacha sein wird, ich werde halt wieder warten. Also wie immer. Und ja, kann wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis der nächste Part hier kommt, ne? Aber ja, gut. Ich wollte nur hier reinkommen, meinen Charakter abholen und dann wieder geht. Was ich geschafft habe, also ja. Ich werde noch genug Dinge haben für eine Weile. Sehr gut. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und ja, wenn euch der Part gefallen hat, ne, dann ja, hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder, wann auch immer die kommen wird, ne? Also ja, ciao.